Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute möchte ich mich mal mit der Fragestellung befassen, warum sind eigentlich einige Leute im Kindle Publishing Business super erfolgreich, haben teilweise vierstellige oder gar fünfstellige Monatsumsätze und andere Leute dümpeln irgendwie bei 50, 100 oder 200 Euro im Monat rum. Viel Spaß bei diesem Video. Und ja, dieses Video ist mal kein Tutorial oder irgendein Hack, den du direkt anwenden kannst. Trotzdem glaube ich, dass es eines der wichtigsten Videos auf diesem Kanal sein kann, wenn du es direkt durchdenkst und in Zukunft auf dein Business anwendest. Und ja, ich bin mittlerweile ja 2-3 Jahre schon in dieser Kindle Publishing Szene unterwegs, bin in sehr vielen Facebook-Gruppen, in Masterminds, habe meinen YouTube-Kanal, führe auch sehr, sehr viele Telefongespräche mit Leuten und da haben sich einfach gewisse Dinge herauskristallisiert, wo ich sage, okay, deswegen sind manche Leute nicht erfolgreich in diesem Business und wiederum andere sind sehr erfolgreich, weil sie sich an diese Regel halten. Und ich habe da eine einzige Sache ausmachen können, ich würde schon fast sagen Gesetzmäßigkeit. Wenn man diese einhält, ist es sehr wahrscheinlich, dass man erfolgreich ist. Und diese möchte ich dir heute vorstellen, möchte dir auch gleich 3 Tipps mit auf den Weg geben, wie du sie am besten in dein Business implementieren kannst. Zuerst einmal, Leute suchen natürlich immer nach Gründen, warum sie nicht erfolgreich sind und andere erfolgreich sind. Sie haben die falsche Nische, ja, ihr Cover ist zu schlecht, sie sind vielleicht gar nicht geeignet für das Business, ja, weil sie gar nicht so analytisch sind und das mit den Ads ist ihnen viel zu kompliziert. Oder sie suchen halt bei anderen nach Gründen, warum sie diesen Erfolg haben und sie selbst nicht. Ja, die anderen hatten Glück, ja, habe ich letztens auch gelesen. Einer hat geschrieben, ja, Tom, du hast deinen Erfolg nur, weil du Glück hattest bei der Nischenauswahl. Oder so ein Bullshit. Oder andere Leute sagen, ja, dieses Buch war ja nur erfolgreich, weil er externen Traffic hatte, weil er Reichweite hatte und so weiter. Dabei verlieren sie eine Sache komplett aus dem Blick. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der ultra wichtig ist. Wenn du erfolgreich sein möchtest im Kindle Publishing Business, musst du besser sein als der Durchschnitt. Wenn du nur average bist, wenn du nur das durchschnittliche Wissen hast und alles durchschnittlich machst, dann kannst du nicht besser verkaufen als die anderen. Ja, du kannst einfach nicht erwarten, wenn du das machst, was alle machen, dass du dann bessere Ergebnisse oder andere Ergebnisse bekommst. Ja, das funktioniert so nicht und deswegen halte ich auch nichts von Videokursen. Dort gibt es hunderte oder gar tausende Leute, die einen und denselben Videokurs machen und die sich dann davon erhoffen, dass sie Ergebnisse bekommen. Ja, richtig gute Ergebnisse. Und das kann nicht funktionieren. Stellt euch einfach mal vor, alle machen das Gleiche, alle haben die gleiche Foundation, die gleiche Basis. Ja, jeder macht das Cover gleich, alle gehen in die gleichen Nischen, alle haben die gleichen Nischensuchstrategien und so weiter. Und sie können sich nicht gegenseitig outperformen. Das kann nicht funktionieren, ja, das sind Marktgesetze. Das heißt, wenn du Erfolg haben möchtest, dann hinterfrage dich. Hast du Nischensuchstrategien, die kein anderer hat? Machst du Cover, die besser sind als die vom Durchschnittspublisher? Formatierst du dein Buch besser als deine Konkurrenz? Hast du mehr Inhalt? Hast du besseren Inhalt in deiner Nische? Sind deine Vermarktungsstrategien andere im Vergleich zu den anderen Publishern? Sind deine Ads besser optimiert? Hast du einfach mehr Wissen als alle anderen? Und das kannst du dir auch in so einem Diagramm vorstellen. Ja, wenn wir jetzt einfach mal in der Einnahmenverteilung sind, das ist wie so eine Glocke. Ja, ganz wenige verdienen gar nichts. Dann gibt es sehr, sehr, sehr viele Leute, die irgendwie ihre 50, 100, vielleicht auch mal 200 Euro monatlich machen und dann geht's wieder runter und dann gibt es einige wenige, die den Markt outperformen, die vierstellig sind, teilweise auch fünfstellig sind. Und das schaffen sie nur, weil sie mehr Wissen haben und die Top-Position erreichen. Und da spielt natürlich alles zusammen. Ja, das ist wie ein Zahnräder, ja, die ineinander greifen. Du kannst nicht nur in einem Bereich gut sein, du kannst nicht nur ein gutes Cover haben und der Rest der Vermarktung ist scheiße. Das funktioniert nicht. Du musst auf allen Ebenen besser sein als deine Konkurrenz und dann kannst du auch super Ergebnisse erzielen. So, jetzt fragst du dich natürlich, wie kann ich das denn schaffen? Ja, ich kann ja nur irgendwie freien Content nutzen oder einen Videokurs kaufen. Ja, und das ist auch eine gute Basis. Ich will das auch alles gar nicht schlecht reden. Ja, jeder fängt mal an. Ich habe früher auch angefangen. Und das ist auch gar nicht so verkehrt, sich mal einen Videokurs zu kaufen, die Basics mitzubekommen und so weiter. Aber wenn du besser sein willst, ja, wenn du nicht nur deine 50 oder 100 Euro pro Buch machen willst, dann musst du mehr machen. Und du musst natürlich mehr Eigenleistung bringen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und Eigenleistung heißt jetzt nicht, dass du alles selbst machen musst. Ja, ganz im Gegenteil. Du musst mehr outsourcen. Suche dir richtig, richtig gute Designer. Geh 1 Meter mehr als alle anderen. Steck mehr Arbeit rein, mehr Zeit, vielleicht auch mal mehr Geld als andere, dann kriegst du auch andere Ergebnisse. Und
Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die zählt nicht nur im Kindle Publishing Business. Das ist im Affiliate Marketing so, das ist im Amazon MBA so, das ist bei FBA so, das ist überall so. Ja, du musst immer besser sein als die anderen. Wie willst du sonst Sichtbarkeit bekommen? Wie willst du sonst, dass der Kunde bei dir kauft? Ja, das heißt, versuche dir, bessere Designer zu holen, versuche dir, Vermarktungsstrategien anzueignen, die besser sind als die von den anderen, versuche besser Ads zu optimieren und so weiter. Jetzt fragst du dich natürlich, okay, wie kann ich das machen? Ja, und da habe ich jetzt drei Tipps für dich. Punkt Nummer eins habe ich eben schon mal kurz angesprochen, Outsourcing. Ja, versuche dir wirklich Experten in den einzelnen Bereichen zu suchen. Nimm nicht irgendwie einen Ghostwriter für einen Cent, sondern suche dir Experten in deiner Nische. Suche dir jemanden, der dir das Layout macht für dein Taschenbuch oder investiere einfach mehr Zeit in dein Layout. Suche dir einen richtig guten Designer. Suche dir richtig gute Tools, ja, mit denen du eine richtig astreine Nischenrecherche machen kannst. Suche dir Leute, die dir externen Traffic geben können für deine Promotion-Phase, für deine Launch-Phase. Suche dir Quellen, von denen du einfach dein PPC optimieren kannst, deine Anzeigen und so weiter. Suche dir Leute auch außerhalb jetzt von KDP, ja, einen guten Steuerberater, suche dir eine gute Rechtsberatung und so weiter. Du willst ja ein Business aufbauen. Es ist nicht einfach mal irgendwie hier 2-3 Stunden investieren und dann hast du dein E-Book auf dem Markt und dann verdienst du direkt 1000 Euro. So funktioniert das nicht. Das ist Tipp 1. Tipp 2 ist testen, testen, testen. Versuch doch mal ungewöhnliche Sachen zu testen. Wenn ich so zurückdenke, warum habe ich jetzt mehr Wissen als andere? Weil ich viel getestet habe. Weil ich natürlich auch mal viel Bullshit gemacht habe, was am Ende gar nicht funktioniert hat. Ja, ich habe viele Sachen gemacht, da habe ich Geld verbrannt, Zeit verbrannt. Aber das musst du machen, um die eine Strategie zu finden, die richtig gut funktioniert. Also versuche gerade auch im Bereich PPC viel zu testen, in der Vermarktung. Beim Cover und so würde ich es eher nicht machen. Ja, da verlass dich auf die Dinge, die gut funktionieren. Schau dir deine Konkurrenzcover an und so weiter. Aber gerade in der Vermarktung versuch doch mal unorthodoxe Sachen zu machen, die andere nicht machen. Und so findest du dann wirklich Dinge, die bei dir gut funktionieren und die kein anderer kennt und du wieder einen Wettbewerbsvorteil hast. Tipp Nummer 3, suche dir Leute, die weiter sind als du, die mehr Wissen haben, sodass du von diesen Leuten profitieren kannst, von diesen Leuten lernen kannst. Das kannst du in Masterminds machen, das kannst du in Coachings machen, das kannst du auch 1:1 einfach in irgendwelchen Facebook-Gruppen machen. Dort postet jemand, hey, ich habe gerade mein 16. Buch veröffentlicht, schreib diese Person an, frag sie, ob sie dir weiterhelfen kann und so weiter. Du kannst dir nicht alle selbst beibringen, ja. Du kannst nicht immer in deiner Suppe schwimmen. Du musst dich anpassen. Ja, deswegen heißt es auch Survival of the Fittest. Die Leute, die sich an den Markt anpassen, und zwar permanent, nicht nur einmal einen Videokurs machen und dann hoffen, dass man lebenslang verkauft, sondern sich wirklich jedes Mal weiterbilden, neue Sachen testen und so weiter. Und so erweiterst du deinen Horizont, so bleibst du immer up to date und kannst auch wirklich konkurrieren. Und das ist die einzige Sache, die du machen musst. Einfach nur besser sein als die Konkurrenz. Es klingt so einfach, ich weiß, es ist schwierig und ich möchte auch nicht immer alles so einfach darstellen, aber das trennt die Spreu vom Weizen. Also, wenn du das bis jetzt noch nicht gemacht hast, ja, versuch's einfach mal, mehr outzusourcen an Experten, mehr zu testen und dir Leute zu suchen, die einfach mehr Wissen haben als du. Und dann versuche wirklich kontinuierlich jeden Bereich im Publishing, ja, von der Nischenrecherche bis hin zu den Ads zu verbessern, mit zu den Besten zu zählen und dann wirst du auch langfristig Erfolg haben. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Tom.